Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04 heute am Dienstag und damit die zweite Trainingseinheit von Jakob Fimpel für das Spiel am Samstag gegen Preußen Münster. Personell gibt es erstmal keine Veränderungen im Vergleich zu gestern, alles beim Alten. Aber ja, kurz vor Schluss gab es dann doch eine Veränderung, die sicherlich ordentlich wehgetan hat, denn Marcin Kaminski und Ibrahim Assissé sind im Trainingsspiel irgendwie aneinander gerasselt. Marcin hat ihn, glaube ich, gefoult und das tat richtig weh. Das hat man einmal gehört und Ibrahim blieb auch eine längere Zeit liegen, kam auch gar nicht mehr so richtig auf die Beine. Ja, letztendlich kurz versucht, nochmal irgendwie zu laufen oder zu stehen, hat nicht geklappt. Wurde er mit dem Golfkart erstmal weggefahren. Was genau passiert ist, werden wir im Laufe des Tages sicherlich erfahren. Ja, letzte Woche haben wir ja schon darüber berichtet, dass Lino Tempelmann wieder da ist. Der war ja verschollen in München, hatte ja seine Knieprobleme und jetzt ist er da. Und ich dachte, der wird erstmal so langsam nach und nach ins Training eingeführt. Nee, heute auch die zweite Einheit, also nach gestern, voll mitgemacht. Also der ist voll integriert ins Training, macht keine Pausen, muss nicht individuell trainieren und macht auch einen ganz guten Eindruck. Also das ist schon so ein bisschen more-like, wenn man das so sagen darf, denn der hat ja auch als Aussortierter sich zurückgekämpft und ja, gehört jetzt mittlerweile zu den besten Spielern des FC Schalke 04. Ja, auf Lino Tempelmann wird man sicherlich noch ein bisschen warten müssen, aber er wird kommen und das bestätigt uns auch Ron Schallenberg, den hat man nämlich heute zum Interview. Ja, der hat schon sehr, sehr hart gearbeitet und auch sehr, sehr gut auf dem Platz, bevor er dann hier eingestiegen ist. Also das ist jetzt nicht so typisch Reha-Spieler, der so ein bisschen rangeführt werden muss. Klar haben wir das trotzdem gemacht, aber eher um zu gucken, wie es aussieht. Von daher war ich jetzt nicht groß überrascht, dass wenn er komplett fit ist, dann kenne ich seine Qualitäten. Und ich glaube, die zeigt er jetzt die letzten Tage auch. Und ich glaube, das kann uns nur gut tun. Ja, und noch eine Personalie, Dominik Drexler, der war ja gestern und heute auch wieder natürlich dabei, hat das Aufwärmen mitgemacht und dann wieder individuell. Viele hatten ja gedacht, er wird jetzt begnadigt, weil ja Karel Hreratz nicht mehr da ist, aber nein, er hat gestern und auch heute wieder individuell trainiert und das wird auch so bleiben. Die Frage an Ron Schallenberg, der ja im Mannschaftsrat sitzt, wäre denn ein Dominik Drexler nicht vielleicht sogar wichtig für die Mannschaft mit seiner Erfahrung? Boah, darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Grundsätzlich ist das eine Entscheidung vom Verein. Ich glaube auch von Positionen, wo ich mich nicht zu äußern sollte. Von daher, das müssen andere entscheiden. Und ich glaube, wir als Mannschaft halten uns daraus. Ja, da müsste schon einiges zusammenlaufen, damit Dominik Drexler hier wieder zurückkommen würde. Also diese Sache, die wird und bleibt so, wie sie ist. Ja, Samstag dann das große Spiel in Münster. Was erwartet ein Ron Schallenberg? Es ist ja eine Riesenaufgabe, alleine schon vom Kopf her. Ja, sehr, sehr wichtig gerade hier. Muss man schon ehrlich sein, das war schon mit der härteste Schlag hier, also in meiner Zeit auf Schalke auf jeden Fall das Spiel. Das war schon heftig. Habe ich auch mal einen halben Tag länger gebraucht. Aber trotzdem jeder Einzelne muss natürlich an sich arbeiten, dass er da rauskommt. Aber wir als Team, ich glaube, man sieht das auch, also wir sind als Team sind wir schon gefestigt. Wir lassen jetzt keinen irgendwie hinten runterfallen. Jeder kann mit jedem sprechen und von daher mache ich mir da keine Sorgen. Und trotzdem ist das natürlich eine herausfordernde Situation.